Ich darf Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren, alle ganz herzlich im Namen der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit und der Thomas-Dehler-Stiftung hier aus dem schönen Bayern heute Abend begrüßen. Mein Name ist Mike Schnierer, ich bin Referent in beiden Stiftungen und gemeinsam mit dem ganzen Team des Landesbüros versuchen wir, Diskussions- und Veranstaltungsangebote zur politischen Erwachsenenbildung anzubieten. Darf ich ankündigen, dass wir diese Veranstaltung heute nicht alleine geplant haben, sondern gemeinsam mit dem Gesellschaftswissenschaftlichen Institut München für Zukunftsfragen. Und Karin Schnebel lächelt mich schon an. Sie ist die Leiterin dieses Instituts. Und ich bedanke mich an dieser Stelle ganz herzlich bei dir, liebe Karin, dass es wieder mal so super geklappt hat mit der Organisation. Ich freue mich immer, wenn wir diese spannenden Themen auf die Beine stellen. Also vielen Dank, dass das wieder so super geklappt hat. Ja, aber nicht nur Frau Schnebel sehen Sie, meine Damen und Herren, sondern Sie sehen noch zwei andere junge Herren, die heute Abend das Panel vervollständigen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Leonard Gaminski und Felix Benickenstein dafür, dass Sie sich heute Abend Zeit genommen haben, dieses spannende Thema mit uns zu diskutieren und natürlich auch mit Ihnen, meine Damen und Herren. Und bevor ich jetzt gleich übergebe, möchte ich natürlich die Chance noch kurz nutzen, zumindest die Moderatorin kurz vorzustellen, denn das macht man immer ungern selber und deswegen übernehme ich da schnell. Ja, sie ist die Privatdozentin Dr. Karin Schnebel, ist studierte Kommunikationswissenschaftlerin, Politikwissenschaftlerin und Soziologin und promovierte zum Thema Selbstbestimmung in multikulturellen Gesellschaften. Und sie habilitierte an der Goethe-Universität in Frankfurt, neben wissenschaftlichen Tätigkeiten, unter anderem eben als Professorin an der Universität Dortmund, leitet sie eben das eben schon genannte Gesellschaftswissenschaftliche Institut in München für Zukunftsfragen. Sie ist aber auch Hochschullehrerin für Politikwissenschaften an der Universität in Passau und sie leitet derzeit verschiedene Projekte zu den Themen Extremismus, Antisemitismus, Religion, Europa und ist aber auch Autorin verschiedener Bücher. Liebe Karin, schön, dass du heute Abend da bist und die Moderation des Abends übernimmst. Dankeschön für die schöne Vorstellung. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ja, vorgestellt worden bin ich jetzt schon, aber gleich am Anfang würde ich bitten, vorschlagen, dass wir uns alle duzen. Wir sind beim digitalen Du, also auch im Chat könnt ihr gerne mit Du uns unterhalten. Wir unterhalten uns auch per Du, damit Sie sich nicht wundern. Also ich wurde schon vorgestellt, aber die anderen beiden würde ich jetzt vorstellen. Und zwar ist hier der Leonard Gaminski. Er ist Politikberater in Berlin. Er hat sich spezialisiert auf Antisemitismuskonflikte und auf Nahostkonflikte. Antisemitismusberatung und Nahostkonflikte, wenn ich es besser ausdrücke. Und er berät da, er schreibt Bücher, er macht verschiedene Sachen, was im Feld der Politikberatung. Und er arbeitet auch für das American Jewish Committee. Und hat internationale Politik, Politikwissenschaften oder internationale Beziehungen und noch einiges mehr studiert, arbeitet unter anderem auch für RIAS. Ja, und darüber hinaus würde ich hier den Felix Benickenstein vorstellen. Er war ein ehemaliger Neonazi, wenn ich mal so sagen darf, Felix. Er ist jetzt bei Exit tätig. Er gibt Ausstiegshilfe bei Exit und berät eben Menschen, die gerne aus dieser Szene herauskommen wollen. Und ich finde es ganz spannend, dass wir da zwei ganz spannende Gesprächspartner habe ich heute. Und da habe ich mir einige spannende Fragen überlegt. Und ich bin selbst sehr gespannt, was wir heute diskutieren. Der Tag war heute oder jetzt, die nächsten 1,5 Stunden werden folgendermaßen ablaufen. Ich werde jetzt gleich eine Präsentation aufmachen. Keine Sorge, ich rede nicht lange. Nein, ich rede so ungefähr eine Viertelstunde vielleicht. Mache ich so eine Einführung, so einen Rundumschlag zum Thema Antisemitismus. Erwarten Sie nicht, dass es besonders tief wird. Nein, das wird es nicht. Aber es wird auf jeden Fall einen Rundumüberblick geben. Also wahrscheinlich sagt dann Leonard zu mir, das war gewiss nicht rundum, ja. Genau, er ist ja der Antisemitismus-Experte. Aber ich werde auf jeden Fall das anstreben und anschließend werde ich dann den beiden im Wechsel oder nicht im Wechsel, je nachdem, wie das so kommt, Fragen stellen. Okay, wir waren an dieser Stelle angekommen, gerade noch am Anfang. Also im Grunde zwischen 1945 und 2020 hat man Antisemitismus nur noch in extremistischen Zirkeln, in Subkulturen, Parallel- und Gegenöffentlichkeiten mitbekommen. In der Mitte der Gesellschaft war Antisemitismus geächtet.
Heute findet man Antisemitismus wieder, ich würde sagen, seit letztem Jahr, also vielleicht mit Beginn der Corona-Krise verstärkt auf Demonstrationen natürlich, beispielsweise auf Demonstrationen, in denen der Judenstern gezeigt wird, auf dem ungeimpft steht, was natürlich dann eine Verunglimpfung des Holocaustes ist. Oder man sieht Antisemitismus, indem man selbst behauptet, man fühle sich wie Anne Frank als Demonstrant vielleicht, ja, was ja dann auch eine Verunglimpfung ist, weil es geht ganz gewiss bei der Corona-Krise nicht darum, weil es bestimmt nicht im Konzentrationslager, also der Vergleich ist sicherlich sicherlich. Und im Rahmen des Ostkonfliktes hat man nur auch gerade in den letzten Wochen viel Antisemitismus mitbekommen, verkleidet vielleicht als Israel-Kritik, wo natürlich die Frage im Raum steht, wo beginnt denn die Kritik an Israel und wo beginnt der Antisemitismus? Und darüber diskutieren wir sicherlich auch noch nachher. Die neuen Formen des Antisemitismus würde ich folgendermaßen unterteilen. In christlich motivierten Antijudaismus, also den gibt es fast nur noch in sektiererischen Gruppen. Im radikalen Islamismus, also judenfeindliche Interpretation islamischer Quellen. Also Mai, es war natürlich ganz klar, Mohammed stand einst im Konflikt mit jüdischen Stämmen in Medina. Und da heraus, aus dieser Interpretation heraus, entsteht dann auch ein radikaler Islamismus. Also das ist eine gewisse Interpretation auch nur des Korans, also gewiss keine Interpretation, die alle Muslime annehmen. Es gibt dann den klassischen Antisemitismus, der war eben Ende des 19. Jahrhunderts bis 1945. Vor dem 19. Jahrhundert oder vor der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, ich meine, es war 1889 sowas, sagte man, war der Begriff Antijudaismus, wurde dadurch verwendet. Und erst dann hat man es umgestellt auf Antisemitismus. Das hat mit der sozialistischen Bewegung zu tun, mit der SPD zu tun. Das kann ich auch erklären, wenn da eine Frage käme. Aktuelle Antisemitismusformen sind vielleicht der sekundäre Antisemitismus. Das ist ein Antisemitismus, der den Holocaust leugnet oder relativiert. Das findet man oft in rechtsextremen Gruppierungen. Also dabei wird oft die Täter-Opfer-Situation umgedreht. Da ist, sagt man beispielsweise, die Juden seien sogar am Holocaust selbst schuld. Und sie wollten das vielleicht sogar, weil dadurch haben sie jetzt ihren Staat bekommen, ihren Staat Israel. Genau, und dann geht es natürlich, wie ich schon vorhin meinte, der israelbezogene Antisemitismus, vielleicht verkleidet als Antizionismus. Und wie gesagt, wo die Grenzen sind, das ist schwierig und das besprechen wir noch später. Ich würde jetzt eben zu jedem dieser Punkte, die jetzt hier stehen, ein paar Worte sagen. Also es geht im Grunde um antisemitische Verhaltensmuster mitten der Gesellschaft und um Antisemitismus im Internet und in den sozialen Medien, um antisemitische Verschwörungserzählungen, um Rechtsextreme, die den Anschluss an den Antisemitismus der Mitte suchen und um den Nahostkonflikt als Rechtfertigung für antisemitische Einstellungen und eben den Antisemitismus der anderen. Genau, also der antisemitische Verhaltensmuster, die reichen zurück bis zu Esau. Also rabbinische Theologen, also jüdische Theologen, suchen selbst danach den Spuren von Antisemitismus. Sie suchen selbst danach, wo fängt es denn an mit dem Hass gegen Juden, mit den Vorbehalten gegen Juden. Und die haben festgestellt, es könnte vielleicht sein, dass es mit Esau und Jakob zusammenhängt. Esau und Jakob sind die Enkel vom Abraham, von der Urfigur, von der Vaterfigur, von allen monotheistischen Religionen. Und Esau und Jakob waren Zwillinge und Jakob war der zweitgeborene Zwilling und er hat Esau um den Segen des Vaters gebracht. Und Jakob hat allerdings dann die Bibelgeschichte geschrieben, so ein bisschen. Jakobs Nachfolger waren diejenigen, die dann in der Bibel vorkommen, Esaus Nachfolger nicht. Und das hätten dann die Nachfolger von Esau dem Jakob niemals verziehen, obwohl es zur Versöhnung der Zwillinge kam. Und das wäre dann tief in die Kultur eingebrannt, diese Vorbehalte, die dann die eine Richtung der Familie eingenommen hat. Das ist die Erklärung, die am weitesten zurückgeht. Und deswegen wollte ich diese Erklärung hier auch erzählen. Dann später natürlich mit Jesus und so weiter, weil er gekreuzigt worden ist. Ich denke, das ist einigermaßen bekannt. Antisemitismus wird dann eben über Generationen hinweg durch Stereotype, Vorurteile, Mythen über eine jüdische Weltverschwörung weitergegeben. Heute hat Antisemitismus vielfach ein neues Gewand. Also wenn man beispielsweise eine Umfrage in der Stadt macht, einfach so eine offene Umfrage, bei denen man den Menschen ins Gesicht schaut, dann wird man ganz wenige Antisemiten finden. Dann werden die meisten das auf jeden Fall nicht nach außen, nicht offen zugeben. Und das ist natürlich ein Problem. Wenn man die gleiche Umfrage anonym macht, dann kriegt man ein ganz anderes Ergebnis.
Und deswegen auch die Sache, dass der Antisemitismus im Internet weiter verbreitet ist. Aber darauf komme ich auch gleich noch. Man ist ja eben oft der Meinung, Antisemitismus gibt es bei uns nicht. Und das behindert natürlich dann die Auseinandersetzung. So glaubt beispielsweise nur jeder Fünfte, also nur 20%, hätte Täter in der eigenen Familie gehabt. Also es waren sicherlich mehr als 20% Nazis im Dritten Reich beispielsweise. Ne? Und genau daher kann das wahrscheinlich eher nicht sein, würde ich mal meinen. Die Ereignisse im Nahen Osten haben natürlich vieles ans Tageslicht gebracht. Vielfach sagt man auch, gibt es auch die Theorie, dass die Enkel oder gar Urenkel der ehemaligen Nazis im Dritten Reich, dass sich das so weit tradiert, dass die Enkel jetzt auch wieder gegen die Juden sind, bloß von der linken Seite, nicht von der rechten Seite. Ja? Da gibt es auch verschiedene Theorien dazu, die wir vielleicht möglicherweise später besprechen. Im Internet gibt es auch viel Antisemitismus, ganz klar. Also gerade das Internet ist Brandbeschleuniger, gerade das Internet befördert Antisemitismus, weil man halt den GDs gegenüber gar nicht sieht. Das wirkt natürlich enthemmend und erleichtert Normverletzungen. Man kann sich da ganz leicht sexistisch, rassistisch oder wie auch immer äußern, ja, antisemitisch eben. Und es ist ständig da und es suggeriert Privatheit und blendet die Öffentlichkeit aus, insbesondere die Smartphones. Und genau, das Internet hat es, wie gesagt, befördert und alle Täter, also ziemlich sämtliche Täter, die mit Antisemitismus in Verbindung gebracht werden oder die antisemitische Anschläge durchführen, die findet man in entsprechenden Online-Communities, die sind darin aktiv und sie verbreiten eben selbst antisemitische Verschwörungserzählungen. Darüber hinaus wird natürlich Covid-19, die Pandemie wird benutzt, um Inhalte über das Internet zu verbreiten. Und das passiert natürlich auch im Rahmen des Nahostkonfliktes. Oder das Virus wird wegen Weltherrschaftsplänen als Waffe eingesetzt. Und man behauptet, eine Erzählung ist auch, die Juden nutzen das Virus, um sich zu bereichern an einem davor schon produzierten Wirkstoff, also eine ganz große Verschwörungserzählung. Oder die Juden wollen die Zwangsimpfung, weil sie ja Control-Mikrochips in uns einpflanzen wollen. Oder um eine neue Weltordnung durch eben die Anti-Corona-Maßnahmen zu etablieren. Oder vielleicht einfach um die Macht, Israel hat man gegründet, um die Macht der westlichen Demokratien auszubreiten. Das sind alles Behauptungen und hier habe ich nur ein paar Auszüge aus dem Netz, so schaut es aus. Ja. Selbst im Münchner Freibad wird Badegästen ein WLAN-Netzwerk mit dem Namen Ich hasse Juden gezeigt. Da gibt es also vieles, ich habe natürlich nur einen Ausschnitt rausgenommen. Monika Schwarz-Friesel schreibt darüber recht viel. Sie schreibt von einem Anstieg vom Antisemitismus von 7,5% auf 30%. Und damit rücken Antisemitismus und Antizionismus rücken zusammen. Das würde ich gerne nachher diskutieren auch. Und Überblick ist unglaublich schwierig. Also man benutzt, weil man nämlich auch im Internet auch Codes und Chiffren benutzt, beispielsweise Rothschild oder jüdische Bankiersfamilien. Und das erschwert natürlich gesetzliches Vorgehen unglaublich. Man meint zum Beispiel, man ist der Meinung, Macron, also der französische Präsident, ist eine Marionette der Rothschilds. Man hat die Chiffre des Kraken, des Tentakel, die Welt umspannen, als Motiv für die jüdische Weltverschwörung. So visualisiert man das schon lange, auch im Dritten Reich hat man das verwendet. Genau, auch gerade von Russland, Polen und so weiter gibt es Demokratiefeinde und die forcieren solche Verschwörungen in demokratischen Staaten. Und jetzt ein großer Verschwörungserzähler ist David Icke, Daniel Ganser, Alex Jones. Der hat natürlich dann sogar ein eigenes Fernsehen, einen YouTube-Kanal mit 2,1 Millionen Zuschauer, mit 60 Mitarbeitern, die Material produzieren für den Notfall, wenn denn die Katastrophe eintritt, die von Juden produziert wird. Da gibt es die wildesten Dinge, also auch gerade jetzt Alex Jones, der weiß das auch und der macht das wirklich wegen dem Geld tatsächlich. Ne? Das ist ja eigentlich noch dramatischer. Ich finde, jetzt habe ich hier noch das Beispiel von Stefan Valiert. Ich denke, der ist bekannt. Der hat versucht, in die Synagoge in Halle einzudringen. Er erschoss 2 Personen, 3 weitere sind verletzt worden. Und das Ganze hat er mit Livestream im Internet übertragen. Er wollte eigentlich in die Synagoge, das hat er nicht geschafft. Aber er hat vorher auch schon ein Bekennerschreiben ins Netz gestellt und er ist der Meinung, dass die Juden die muslimische Einwanderung steuern. Und er glaubt, dass die Juden Christen gegen Muslime austauschen wollen. Das ist die Verschwörungserzählung des großen Austauschs. Genau, dann gibt es natürlich noch Eva Herrmann, die ist eine ehemalige Tagesschausprecherin. Sie schreibt vom finanzgesteuerten EU-Kraken. Das ist eine Metapher, eine antisemitische, mit dem Verweis auf Geld und Bankwesen. Und weitere
Codes sind Ostküstenelite, weil es da halt viele Bankiersfamilien gibt und viele großen Firmen. Da unten sieht man auch die Ursula Haberbeck, das ist eine ehemalige Frau eines Nazis und sie führt sozusagen das Projekt ihres Mannes weiter. Sie ist mittlerweile, sage und schreibe, 92 Jahre alt und sie ist immer noch aktiv. Und sie war sogar 3 Jahre im Gefängnis dafür, jetzt gerade in den letzten 3 Jahren. Ich glaube, sie ist jetzt wieder raus. Genau. Es gibt also israelbezogener Antisemitismus, 40%, das ist die Zahl von 2016. Und rassenideologischen Antisemitismus gibt es jedoch nur in rechtsextremen Gruppierungen. Also da habe ich auch ein paar Beispiele aus der Musikszene. Jungvolk, Volkstreu, Lila Maratilla, der Rapper Max Damage, wie auch immer man es ausspricht übrigens. Rechtsextreme Gruppen haben sich eben auch an palästinensischen Solidaritätsdemonstrationen beteiligt, ja. Ansonsten zielen nämlich die Rechtsextremisten eher auf einen moderaten Antisemitismus aus. Sie wollen nämlich auch noch mehr Leute dazu gewinnen. Und da kommt dann die Argumentation eher, dass es da kulturelle Unterschiede gibt zwischen Juden und Nichtjuden und so. Genau. Was ich immer schwierig finde, ist, wo beginnt es jetzt mit dem antimuslimischen Haltung und mit der antisemitischen Haltung? Das wird man auch noch nachher besprechen. Genau, 1948 wurde dann der Staat Israel ausgerufen. Die arabische Bevölkerung wollte den Beschluss der Vereinten Nationen niemals. Und es kam auch schon gleich zum Krieg und seither immer wieder zum Krieg. Da gehe ich sicherlich jetzt nicht drauf ein. Und heute würde ich meinen, der Israel-Krieg, also dass man eben offenen Antisemitismus findet, man eben im rechten Spektrum, im linken, in Form von der Verteidigung von Palästina oder im islamischen Spektrum. Und allerdings ist ein Islam, ist Israel-Kritik und Antisemitismus oder Antisemitismus ist fließend und es steigert sich dann hoch bis zu diesem sekundären Antisemitismus. Das ist dieser Antisemitismus, der auch den Holocaust leugnet. Genau. Schwierig ist halt dann, wenn Israel und Juden gleichgesetzt werden und wie man das genau sehen könnte, das würde bestimmt nachher der Leonard erzählen, würde ich meinen. Da behaupten beispielsweise 25% glauben, dass das, was der Staat Israel heute mit den Palästinensern macht, im Prinzip nichts anderes ist als das, was die Nazis im Dritten Reich mit den Juden gemacht haben. Und 40% sagen heute, Israel führt einen Vernichtungskrieg gegen Palästinenser. Genau, jetzt komme ich noch zum Thema Antisemitismus versus Antizionismus der anderen. Genau, also es gibt unterschiedliche Formen von Antisemitismus, der anderen, also vielleicht der Migranten muslimischer Religion, vielleicht der von muslimischen Staaten ausgeht oder der Antisemitismus der Linken oder islamistisch motivierte Anschläge, die auf Juden abzielen, ist wieder anders, wie eben beispielsweise der Angriff auf eine jüdische Schule oder 2012 oder auf ein jüdisches Museum in Belgien 2014. Ich würde vielleicht ein Beispiel noch nennen, dann bin ich auch schon fertig. Da hat doch tatsächlich im Jahr 2003 gab es eine islamische Konferenz in Malaysia und da hat der malaysische Premierminister Mahathir Mohamad erklärt, dass Juden die Welt beherrschten und dass es doch notwendig sei, dass man den Islam aus der Rückständigkeit und aus dem Terror herausführt. Also er hatte Terror, den Islamismus hat er abgelehnt, aber er hat auch gesagt, der Islam hat die Industrialisierung verpasst. Ja, und deswegen verkümmert auch die Zivilisation. Und da würde er gerne raus. Er wünschte sich einen modernen Islam, der dann stark genug ist, um gegen die Demokratie zu kämpfen. Allen voran eben Israel. Genau. Und er meint eben, dass gerade das demokratische System den Islam geteilt hat. Also damit macht er Bezug natürlich auf die Gründung vom Staat Israel, aber auch, er glaubt auch, dass gerade die Konflikte zwischen verschiedenen muslimischen Staaten, vielleicht Irak, Iran oder so, auch die Ursache sei von dieser Teilung, also durch die Juden, durch die Gründung des Staates Israel. Genau. Und weil nämlich die Trennung von Demokratie und Nichtdemokratie, die verläuft ja zum großen Teil zumindest entlang muslimischer Religionen. Stimmt nicht so ganz, würde ich mal meinen. Es gibt ja auch noch Russland, so nebenbei bemerkt, ja, und noch viele andere Staaten. Genau, die Demokratie hat sich das muslimische Land genommen, um eben ihre Judenprobleme zu lösen und um quasi da auch noch einen Keil dazwischen zu führen. Und Hitler hält dafür einen Modernisierer und ein großes Vorbild, weil der gar nicht lange nachdenkt. Er macht keine großen Verschwörungen, sondern er handelt einfach direkt.
Genau. Und der muslimische Antisemitismus hat eben dann begonnen mit der Muslimbruderschaft, mit der Gründung davon im Jahr 1928 in Ägypten. Genau. Also das heißt keineswegs übrigens, dass ich den Islam judenfeindlich finde, sondern eben bestimmte Gruppierungen des Islams will ich vielleicht an der Stelle auch unbedingt noch erwähnen. Und dann gibt es hier noch die Protokolle der Weißen von Zion. Das ist eine antisemitische Fälschung zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Und das waren irgendwie 24 Sitzungen. Und diese in 24 Sitzungen sind quasi 24 Reden von jüdischen Teilnehmern gewesen. Und die haben dann diese, hätten, das ist eine Unterstellung übrigens, ja, die Protokolle der Weißen von Zion verfasst. Genau, und da sind solche Behauptungen drin, wie und daraus folgert man, die Zionisten haben Palästina unter den Nagel gerissen, das würde man finden in diesen Protokollen, und die Demokratie sei nun Deckmantel für Tyrannei und Krieg, und die Zionisten haben die USA fest im Griff, und das steht ja alles in diesen Protokollen drin, und da würde ich auch noch gerne ein bisschen nachher drauf eingehen. So. Und das war es jetzt auch schon gleich. Es gibt also diese verschiedenen Antisemitismen, sekundären, strukturellen, religiösen Antisemitismus und den Antisemitismus, der sich im Gewand der Israel-Kritik findet, und eben muslimischen Antisemitismus. So, das war jetzt schon das, was ich von mir jetzt hier habe. Ich habe das versucht, schnell zu machen, weil wir Zeit verloren haben. Ich hoffe, ihr entschuldigt, ich habe jetzt schneller gesprochen, weil ich gemerkt habe, da ist mir ja die Zeit jetzt weggelaufen. Moment, stoppen. So. Jetzt höre ich auch schon gleich auf zu reden. Jetzt kommen die anderen dran. Ja, ich würde jetzt mal anfangen mit Felix vielleicht. Du warst ja in der Neonazi-Szene aktiv. Ich habe schon viele von dir gehört. Ich finde es immer wieder spannend. Genau. Welche Sichtweise hatten denn damals die Neonazis von Jüdinnen und Juden? Kannst du uns dazu ein paar Worte sagen erstmal? Ja, also es ist so eine perfide Mischung da aus dem alten und dem neuen Antisemitismus, der da vorherrscht. Also es ist auch so, dass ich spezifisch sprechen wir auch ganz gerne tatsächlich davon Judenhass, weil das wirklich das Ganze viel mehr auf den Punkt bringt. Und viel offensichtlicher zeigt, um was es geht. Also der Blick auf Jüdinnen und Juden ist so, dass man, also der gemeinsame Konsens ist eigentlich, es gibt ein paar Ausnahmen, aber eigentlich ist der Konsens der rechtsradikalen, rechtsextremen Szene, es gab keine gezielte Massenvernichtung, also industrielle Massenvernichtung von Menschen, das gab es nicht so. Man leugnet das komplett eigentlich, streitet das ab. Es gibt auch so ein paar, selbst innerhalb dieser verschwörungstheoretischen Szene gibt es noch Extreme, also da gibt es noch welche, die das noch ein bisschen abgespaceder in Anführungszeichen machen, was so weit geht, dass es manche Kreise gibt, die behaupten, Hitler war Jude und wurde geschickt, um und so weiter und um diesen Plan von Israel dann zu vollenden. Generell ist es so, dass man, das klingt jetzt verständlicherweise extrem absurd, was ich dort erzähle und auch schwer nachzuvollziehen. Das Schwierige ist, dass da in den lockeren Einstiegserzählungen werden Sachen aufgegriffen, die weiter verbreitet sind in der Gesellschaft. Man spricht zum Beispiel sehr gerne von einem Weltbrandstifter USA, von einem Kriegstreiber USA und reiht da eben zum Beispiel auch in den Vietnamkrieg und die Erzählungen von Hiroshima und so weiter und so fort einfach dann das Deutsche Reich mit ein. Also so wie man Vietnam bekämpft hat oder den Irak unter falschen Anzeichen von Massenvernichtungswaffen, das war ja so 2003, glaube ich, rum, ein tagespolitisches Thema, auch in meiner Radikalisierungsphase. Und dann spannt man den Bogen und sagt, naja, das haben die Amerikaner schon immer gemacht, dass sie in den Ländern einmarschiert sind, um einfach die Souveränitäten dieser Staaten zu zerschlagen und das alles unter ihre Kontrolle zu bringen. Und dahinter, ja, wenn man sich dafür dann interessiert, warum machen die das eigentlich? Was haben die davon? Wer steuert das? Da sind wir dann eben bei den eben angesprochenen Ostküsten-Eliten, wo das alles dann zusammenkommt. Und wo man dann natürlich für die eigene Weltanschauung, ich bin ja in einem linksliberalen Elternhaus aufgewachsen und in meiner Familienhistorie gibt es tatsächlich keine Spur, also es gibt also keine Spur in die Täterkreise. Und das heißt, bei uns war das, natürlich muss ich jetzt gerade schmunzeln, weil das reiht sich gerade in die Erzählung von gerade ein, aber inklusive auch meiner Großmutter war es so, dass das alle wirklich aus allen Wolken gefallen sind, als ich mit dieser rechtsradikalen Ideologie angefangen habe. Ich musste
zwangsläufig um Nationalsozialismus, der ich dann, also ich wurde ja dann tatsächlich zu jemandem, der sich selbst als Nationalsozialist bezeichnet hat. Um das zu tun, musste ich natürlich irgendwie Gut und Böse verdrehen. Und das ist eine Sache, die funktioniert dann innerhalb dieser Ideologie sehr, sehr gut. Und da habe ich mich, ehrlich gesagt, habe ich mir nicht mal die Mühe gemacht, ganz genau ins Detail zu gehen, warum wer jetzt was erfunden hat. Aber das war mir immer sehr, sehr wichtig, dass ich diese Erzählung halt glaube, dass da großes Unrecht mit dem armen nationalsozialistischen System passiert ist. Und letztendlich ist das ganz Gefährliche daran, jetzt kann man natürlich sagen, das ist totaler Spinner, aber das ganz Gefährliche war, dass ich mich in einem Freiheitskampf gefühlt habe gegen diese böse, versteckte Mehrheit, also eine Übermacht, ja, also die jüdischen Menschen von einer Minderheit in unserer deutschen Gesellschaft zu einer Übermacht erklärt haben. Und dann, wenn man alles ausklammert, also zumindest die Massenvernichtungen ausklammert, ich muss leider wirklich auch sagen, man hat oder ich habe damals nicht schlimm gefunden, was sonst in Konzentrationslagern oder im Staat passiert ist. Also das hat mich nicht, das hätte mich ja schon genug abschrecken können eigentlich. Dann ist es halt auch so, dass man wirklich dann sagt, man möchte sich rächen, man möchte jetzt Rache dafür haben, dass das Deutsche Reich dass das Deutsche Reich zerschlagen wurde, das deutsche Volk so lange leiden musste und so weiter und so fort. Also das ist eine sehr kurze Version davon, da kann man natürlich noch stundenlang erzählen. Ja, ich habe es gerade gemerkt. Dankeschön, das haben wir schon viel. Okay, aber wie unterscheidet sich denn jetzt der alte Semitismus? Da spricht man doch davon, das ist der Semitismus bis 1945, ja, und der neue Semitismus, das ist doch eigentlich, das hat sich gar nicht so unterschiedlich angehört jetzt bei dir. Leonard, wie unterscheidet sich denn jetzt der alte und der neue Antisemitismus voneinander? Wie würdest du das sehen? Ich glaube, ihr habt gerade beide schon angesprochen, was daran total wichtig ist. Und zwar, dass diese Formen, die du vorher schon durchgegangen bist, eigentlich alle parallel zueinander existieren und sich oft auch vermischen, da sie sich sehr gut ergänzen. Ja? Wenn wir vom alten Antisemitismus sprechen, dann ist das halt oft ein religiös motivierter Antisemitismus. Also da ist dann die Ritualmordlegende oder dass die Jüdinnen und Juden den Herrn Jesus umgebracht haben und so weiter und so fort. Da kommen natürlich noch viele dazu. Dann kommt der etwas neuere, der vielleicht ein rassistisch begründeter Antisemitismus ist. Und dann gibt es den neuesten, verschwörungsideologischen, häufig israelbezogenen Antisemitismus. Aber ganz wichtig ist halt, dass diese Trennung meistens eine theoretische Trennung ist. Ja? Die existieren nämlich meistens irgendwie zusammen, wobei vielleicht heutzutage der religiös begründete Antisemitismus ein bisschen weniger wichtige Rolle spielt, zumindest im, sage ich mal, ursprünglich christlichen Kulturkreis. Ich denke, man kann das ein bisschen so erklären, dass man sich den Antisemitismus als Ideologie, als lebendigen Organismus vorstellt. Und wenn man das tut, dann hat man vom Prinzip eigentlich einen Organismus, eine Ideologie, die eigentlich einen Überlebenswillen hat und einfach weiter relevant bleiben möchte und sich dementsprechend halt den aktuellen Gegebenheiten anpasst. Ja. Als damals Religion jahrhundertelang vom Prinzip die Gesellschaft geprägt hat und eine der wichtigsten gesellschaftlichen Säulen war, dann war halt auch der Antisemitismus religiös begründet. Als dann Biologie und Wissenschaft und so weiter und so fort wichtiger wurden, ist der Antisemitismus biologisch und rassistisch geworden. Juden sind minderwertig. Ja. Und genauso hat sich das natürlich dann weiter gesponnen, als nach 45 diese Arten von Antisemitismus einfach nicht mehr opportun waren und sozusagen nicht mehr salonfähig waren. Dann hat sich ein neuerer Antisemitismus gegründet, der sich zum Beispiel auf Israel bezieht. Da kommen wir dann später auch nochmal drauf. Aber ich glaube, sehr wichtig ist einfach zu verstehen, dass diese verschiedenen Formen des Antisemitismus nur in der Theorie getrennt voneinander existieren, sondern eigentlich sich immer wieder auf die entsprechenden Punkte, auf die man sich gerade beziehen möchte, die immer wieder genommen werden können, sozusagen zum Anlass, um weitere Gründe zu haben für den eigenen Antisemitismus, um sich das immer besser begründen zu können. Neu und alt. Jetzt habe ich doch vorhin auch erzählt, dass jetzt auch ein Antisemitismus, dass gerade die rechtsextreme Szene sich die Menschen aus der Mitte holt, aus der Mitte der Gesellschaft holt. Neuerdings, ne? Dass sie auf kulturelle Unterschiede geht, dass sie so einen moderateren Antisemitismus wollen. Was würdest du, Felix, dazu sagen? Ist es wirklich der Fall? Warst du auch in der Szene, warst du eher in einer richtig hardcore-rechtsextremistischen Szene oder warst du eher in so einer Szene, die versucht hat, den Antisemitismus ein bisschen moderater zu verkaufen? Hier beides. Da habe ich mich entsprechend angepasst, je nachdem, wo ich unterwegs war. Also ich war, um den Begriff zu übernehmen, schon in dem, was man als Hardcore-Rechtsextreme Szene bezeichnet.
Und das, da ist man auch deutlich unterschiedlich vorgegangen, auch regional. Also im Raum München, wo sich der Großteil meines Lebens auch abspielt, auch meine politische Radikalisierung, da hat man versucht, alles zu vermeiden, was in so eine Richtung geht, weil man einfach ja nicht selbstbewusst genug auch als Szene war. In Dortmund, wo ich dann eben auch eine Zeit lang gewohnt habe, Dortmund-Dorstfeld, Nazi-Hochburg, Neonazi-Hochburg in den westdeutschen Großstädten, da ist es so, dass man dort traditionell wirklich viel offener damit umgeht. Also der Plakat von vor 2 Jahren bei einer Neonazi-Demo in Dortmund war: Der Staat Israel ist unser Unglück. Also jedem dürfte klar sein, worauf das anspielt. Da verstehe ich auch bis heute nicht, dass da nicht die Polizei vor Ort, der Staatsschutz sagt, das beschlagnahmen wir jetzt, auch wenn ihr einen Anwalt bei euch mitmarschieren habt, um das mal juristisch abzuklären. Aber also das ist, das Ding ist halt, man missioniert ja laufend, man versucht, das schon immer irgendwie mitzugeben. Wenn ich jetzt am Infostand in München davon gesprochen habe, mit interessierten Bürgerinnen und Bürgern, dass es Eliten gibt, die die Völker unterdrücken, da war mir klar und höchstwahrscheinlich auch allen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern, wen ich damit meine. Also die Ideologie war fokussiert auf den Juden als das Unglück eben, wie ich gerade schon gesagt hatte. Und natürlich wollte man in dieser aus der damaligen Sicht umerzogenen Gesellschaft, die diese ganzen Verschwörungstheorien ja glaubt, weil das ja auch in den Geschichtsbüchern so fälschlicherweise steht, da wollte man deswegen nicht unbedingt anecken und hat versucht, lieber über aktuelle Themen zu sprechen. Aber das hat wenig funktioniert, weil in meinem Kopf auch dieser omnipräsent dieser Judenhass war. Wie setzen sich die Gegner des Nahostkonflikts, die Kritiker des Nahostkonfliktes, wie setzen die sich zusammen? Also die Gegner von israelischer Politik natürlich, ne? Ja. Sind es eher Rechte, sind es Linke? Wie setzen die sich zusammen? Genau, also du hast ja gerade selbst schon gesagt, ich bin auch ein Kritiker des Nahostkonflikts. Ich hätte auch lieber nicht den Nahostkonflikt. Genau. Naja, also ich glaube, dieser Spruch, den man oft hört, der auch korrekt ist, der existiert nicht umsonst. Und zwar, dass Israel als der Jude unter den Staaten bezeichnet wird. Wie wir vorhin schon gesagt haben, ist es heutzutage, außer in extremen Kreisen und in radikalen Kreisen, ja, Felix hat das gerade schon erwähnt, einfach nicht mehr opportun, einfach nicht mehr Mainstream-fähig, Juden und Jüdinnen als Individuen sozusagen antisemitisch anzugehen. Deswegen wird einfach Israel zum Objekt des Antisemitismus gemacht, egal welcher Form von Antisemitismus. Ja. Aktuell ist diese Form des Antisemitismus einfach opportun und da springen dann halt alle Antisemiten und Antisemitinnen auch rauf, egal ob sie aus einer rechtsradikalen, linksradikalen oder vielleicht aus einer anderen Ecke, aus einer islamistischen Ecke und so weiter und so fort kommen. Das heißt, es geht bei dem Nahostkonflikt gar nicht unbedingt um den Konflikt an sich. Ja, natürlich geht es auch vielen Menschen um den Konflikt an sich. Ich will gar nicht sagen, dass man sich mit diesem Konflikt nicht interessiert beschäftigen darf und auch eine dezidierte Meinung dazu haben darf. Aber ein Antisemitismus, der aus diesem Nahostkonflikt sozusagen auf den bezogen wird und auf Israel bezogen wird, der kann in der Theorie und es tut er in der Praxis auch aus jeder einzelnen Ecke kommen. Ja, weil einfach der Staat Israel auf den Staat Israel als jüdisches Kollektiv antisemitische Ideen, antisemitische Denkmuster übertragen werden. Woher dieser Antisemitismus kommt, ist in dem Fall auch egal. Und wie ihr beide ja, oder ich glaube, Karin auch schon gesagt hat, man sieht teilweise wirklich sehr seltsame Querverbindungen von türkischen grauen Wölfen und rechtsradikalen, sage ich mal in Anführungsstrichen, Bio-Deutschen, die zusammen gegen Israel demonstrieren. Mhm. Also da verschwimmen sozusagen die ganzen Grenzen zwischen rechts und links komplett. Ist es nicht absurd, weil die Linken, die demonstrieren ja, weil sie vielleicht die Minderheit verteidigen wollen. Ja? Die Rechten verteidigen ja auch dann die Muslime. Also wie siehst du das? Ist es nicht, also nochmal Leonard, ist es nicht absurd? Absolut. Also ich meine, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gesagt habe, aber ich habe vom Prinzip gesagt, die Demos, die wir in den letzten Wochen gesehen haben, ja, da geht die wenigsten Leute dort haben sich dort irgendwie pro-palästinensisch betätigt und pro-palästinensisch geäußert. Das ist ja überhaupt kein Problem. Ich persönlich habe als jemand, der sich für Israel einsetzt und gegen Antisemitismus kämpft, überhaupt kein Problem damit, dass sich jemand für palästinensische Menschen, dass es denen gut geht und so weiter einsetzt. Ich persönlich bin selbstverständlich auch dafür, dass Palästinenserinnen und Palästinenser ein gutes Leben führen können. Es geht dabei aber nicht darum. Das wird nur dieser Auslöser des Nahostkonflikts wird tatsächlich nur genutzt, um den eigenen Antisemitismus, und da ist es auch, wie gesagt, wieder mal egal, wo er herkommt, sozusagen ein Ventil zu geben. Okay. Nicht um den Einsatz für irgendwelche Minderheiten, Menschen, die schwächer sind, sondern es geht konkret in den Fällen, wo wir wirklich Antisemitismus sehen,
um ein Ausdruck geben des eigenen Hasses auf Jüdinnen und Juden. Was würdest du sagen, Felix? Ist das nicht absurd? Da werden dann plötzlich werden die, es gibt ein jetzt sind die Rechtsextremen gegen die Muslime, sie sind gegen die Juden. Was machen sie denn jetzt in diesem Konflikt? Das ist doch total absurd. Ja? Sie können ja gar nicht gegen die Juden sein, weil dann sind sie für die Muslime und überhaupt. Ja. Ich weiß nicht, ob man sich das vorstellen kann, was ich jetzt kurz erzählen werde, aber wo wir schon bei Dortmund-Dorstfeld waren, Dortmund ist ja an sich, auch wenn ich persönlich ohne Polizeischutz diese Stadt nicht mehr betreten werde, aber an sich ist Dortmund ja eine multikulturelle Stadt. Ja? Das heißt natürlich auch, die Neonazis, die dort ein Viertel für sich beanspruchen wollen, müssen das eben mit Jugendlichen mit Migrationshintergrund vor der Tür auch irgendwie klar machen, wer sich da jetzt wie aufhält und wollen auch irgendwie Frieden im Viertel. Und tatsächlich war das so, dass mit einer muslimisch geprägten Clique, die sich dann dort in Dorstfeld damals aufhielt, dass da dann so die Anführer der Szene, es gab immer mal wieder dann Konflikte natürlich, weil der Neonazi bleibt ja ein Rassist, auch wenn irgendwie er sagt, ja, wir haben doch alle gemeinsame Ziele oder so und haben nichts gegen euch. Und dann wurde da der gemeinsame Nenner immer wieder, ja, wir sind doch nicht in erster Linie gegen Ausländer, sondern wir sind doch alle gegen Juden und mögen die doch alle nicht. Und das hat tatsächlich da dann funktioniert. Das ist ja, also um kurz zu sagen, ja, es ist absurd, aber genauso kann das dann tatsächlich funktionieren, der kleinste gemeinsame Nenner. Und noch absurder wird es ja, wenn wir dann noch mit eingreifen, dass vor ein paar Jahren bei Pegida Israel-Fahnen bei den Demos noch mitgetragen wurden. Ich habe da schon lange keine mehr gesehen, aber selbst das war dann eine Zeit lang okay, dass Neonazis direkt hinter Israel-Fahnen laufen. Das war dann okay, wenn es der großen Sache dient. Ja. Dann ist da offensichtlich, also innerhalb dieser Kreise ist dann nichts. Okay, also mal auf der einen Seite, mal auf der anderen. Ja. Also genau. springen die Neonazis von einer auf die andere Seite, so wie es gerade so passt, ja, im Grunde, ne? Wie es opportunistisch daherkommt. Ja. Und wie ist es dann mit der Siedlungspolitik in Israel? Was für eine Haltung haben Sie dann da? Was passt da? Das passt natürlich in das Bild dessen, dass der Jude an sich, also in der Neonazi-Szene sieht man das dann ja wirklich auch so, der möchte ja noch weiter, die werden ja nicht satt. Solche Sätze aus dem Dritten Reich werden dann noch zitiert, die sind immer gieriger, die wollen mehr. Das dementsprechend wird die Siedlungspolitik da auch so genommen, dass man einfach sagt, natürlich kann es da gar keinen Frieden geben, weil die wollen ja die ganze Region auch noch nach und nach einvernehmen. Auch das ist nur Teil eines großen Planes, dass es 1948 zur Gründung von Israel kam. Es ist nur Teil, so ein Etappenziel gewesen, um sich zu etablieren. Die westlichen Demokratien und so weiter, da vermischt sich dann auch sehr, sehr viel, vermischen sich auch verschiedene Verschwörungstheorien. Aber ja, das so wird dort argumentiert. Glaubst du, Leonard, dass der Antisemitismus, der sogenannte Antisemitismus der Mitte, der ja auch für Palästina vielfach sich einsetzt, glaubst du, dass der größer geworden ist? Oder glaubst du, dass es nur so ausschaut, weil es einfach jetzt von links und rechts und wo auch immer her immer mehr geworden sind? Ich glaube nicht, dass der Antisemitismus stärker geworden ist in der Gesellschaft oder auch, also natürlich kann man, wenn man sich das soziologisch und politisch anschaut, kann man natürlich sagen, dass es einen Unterschied gibt, ob der Antisemitismus von links, rechts oder aus jeglicher anderen Ecke kommt. Aber der Antisemitismus der Mitte, der soll, glaube ich, einfach ausdrücken, dieser Begriff, dass Antisemitismus eben nichts ist, was in extremen Rändern nur da ist, sondern bestimmte antisemitische Denkmuster in ganz vielen Menschen in Deutschland und in vielen anderen Gesellschaften auf der Welt vorhanden sind. Ja, und nochmal, also ich glaube, das hast du auch schon gesagt, ich habe es schon gesagt und habe es mir in meinen Notizen auch bestimmt noch 8-mal aufgeschrieben, weil es, glaube ich, ganz wichtig ist zu verstehen. Der Nahostkonflikt ist tatsächlich nur ein Auslöser, einfach nur ein Trigger für Antisemitismus. Ja? Ist nicht die Begründung für Antisemitismus. So ein kleiner Konflikt, wie es klingt, der im Verhältnis zu vielen anderen Konflikten auf der Welt in seiner Reichweite, in der Opferzahl und so weiter und so fort. So schlimm dieser Konflikt ist, ist verschwindend gering im Gegensatz zu vielen anderen Konflikten auf der Welt. Ja, das heißt, diese Art von Konflikt kann nicht die Begründung sein für pauschalen Hass auf eine bestimmte Gruppe von Menschen. Dementsprechend ist er tatsächlich einfach nur ein Auslöser. Und klar, der kann auch bei der Busfahrerin, dem Rechtsanwalt, dem Kassierer oder der Schlachterin die antisemitischen Denkmuster, die sowieso schon existieren, hervorbringen. Und das tut er auch. Ja. Online, aber mittlerweile auch ganz offen draußen einfach. Also mir ist es wirklich oft genug passiert, dass ich mir dachte,
hä, habe ich den Typen, der mir da gerade an mir vorbeigelaufen ist oder weiß ich nicht, bei dem ich im Restaurant gerade was bestellt habe oder was auch immer, habe ich den nicht letztens auf dieser einen Demo gesehen und hat der nicht gesagt, man soll Tel Aviv mit Bomben bewerfen? Und dieser Gedanke, der kommt oft, weil es tatsächlich einfach theoretisch und wahrscheinlich auch praktisch überall um einen herum sein kann, bei ganz normalen Mitmenschen, die antisemitische Gedanken schon immer mit sich herumtragen und die jetzt die Möglichkeit nutzen, die auch wirklich auszusprechen, teilweise vielleicht auch auszuführen. Ja, also die Menschen, die sich aufgrund, ich setze es in Anführungsstrichen, ja, als Auslöser den Nahostkonflikt genommen haben und sich vor eine Synagoge in Gelsenkirchen, glaube ich, gestellt haben und dort scheiß Juden gerufen haben, das sind ja keine Menschen, die komplett ballerballer und verrückt durch die Gegend rennen den ganzen Tag, sondern das sind ganz normale Personen, die sich an unserer Gesellschaft beteiligen. Ja? Und ich glaube, das ist dieser vermeintliche Antisemitismus der Mitte, der einfach nur hervorgeholt wird durch den Nahostkonflikt und zwar nicht das erste Mal, sondern immer wieder. Naja, aber da hat das Internet schon einiges befeuert, würde ich mal meinen. Also wenn man dann im Internet liest, naja, die Juden, die könnten doch möglicherweise mit dem, was sie auch immer tun, die ganze Welt beherrschen wollen oder sowas. Sie könnten ja vielleicht doch den Virus in die Welt gesetzt haben. Oder sie könnten ja doch vielleicht doch uns Christen vernichten wollen oder sowas, weil sie ja immer größer werden wollen, weil sie die ganze Welt in den Griff nehmen wollen und so weiter. Das könnte doch dann dran sein, auch für die Frau um die Ecke oder für den Mann ums Eck oder was auch immer. Ja, so für den ganz normalen Menschen, der hier in der Mitte eigentlich sich beliebt. Was würdest du sagen, Leonard? Nochmal. Ja, ich sehe nicht die Oberflächlichkeit. Verstehst du? Ich sehe das jetzt. Du hast es so dargestellt, es wäre so ganz oberflächlich. Nein, das hört er halt gerade zu einer Demo und plappert es nach. Vielleicht ist es ja gar nicht so oberflächlich. Vielleicht steckt da mehr drin. Das ist darauf für dich hinaus. Nee, klar, natürlich. Ich glaube, antisemitische Denkmuster sind auf jeden Fall ganz tief drin. Aber ich glaube, es ist und bei sehr vielen Menschen auch sehr tief drin. Ich glaube, sozusagen diese tägliche, alltägliche Beschäftigung damit und diese komplette Bestimmung des Denkens durch antisemitische Denkmuster, wie Felix sie vorher beschrieben hat, ich glaube, das ist tatsächlich eher seltener. Aber dass antisemitische Denkmuster bei manchen Menschen dieses Muster, bei manchen Menschen dieses Muster, in unterschiedlicher Abstufung grundsätzlich bei vielen Menschen, ganz normalen Menschen in Deutschland da ist, gar keine Frage. Ja? Und dass man sich dadurch versucht, vielleicht auch Dinge zu erklären. Vom Prinzip ist der Antisemitismus eigentlich nur eine Verschwörungstheorie. Theorie ist nicht das richtige Wort, eine Verschwörungsgedanke, ein ganz bestimmter. Und sobald Verschwörungsideen stärker werden, wird automatisch auch Antisemitismus stärker. Ja? Das sieht man jetzt natürlich. Wobei, wie gesagt, diese komplette Präokkupation, dass man unbedingt alles sich antisemitisch erklären muss, das sehe ich tatsächlich eher bei den Extremen. Aber einige antisemitische Denkmuster, bei manchen jene, bei manchen diese, die dann getriggert werden können, zum Beispiel durch den Nahostkonflikt, die gibt es bei sehr vielen Menschen. Ja, Felix vielleicht. Die rechtsextreme Szene, das ist natürlich das Spezialgebiet von uns. Ich weiß schon, was du, ich kenne dich ja von anderen Veranstaltungen auch, du bezeichnest oft die rechtsextreme Szene als antimodern. Jetzt habe ich ja vorhin erzählt, ich habe ja von diesem Staatspräsidenten erzählt, der Mahathir, der gemeint hat, Hitler war super modern, ja, der war super modern, der hat endlich mal auf die Demokratie gepfiffen, er hat keine Verschwörungserzählung in die Welt gesetzt, sondern hat einfach gehandelt, ja. Er hat sich einfach seine Machtpolitik einfach durchgezogen, ohne Wenn und Aber. Ne? Und insofern würde der jedenfalls sagen, ist doch die rechtsextreme Szene super modern, super fortschrittlich, vielleicht noch einen Schritt weiter. Wie würdest du das bezeichnen? Wie würdest du das einordnen? Also aus damaliger Sicht habe ich mich auch fortschrittlich gesehen. Man hatte halt auch eine eigene Definition für. Und ja, also unter der modernen Welt versteht man eben die Globalisierung, Multikultur, das Schreckensgespenst vom Volkstod, was man früher als Rassenvermischung angegeben oder bezeichnet hat. Das ist ja eins zu eins das Gleiche. Also das sind alles Sachen, die möchte man zurückdrehen. Ja, wo bei mir natürlich im Ausstiegsprozess auch irgendwann mal die Frage kam, okay, wie will man das denn alles zurückdrehen, ohne genau die Taten zu tun, die ich heute irgendwie leugne. Ich wollte noch ganz kurz an die Frage von vorhin so einen kleinen Hinweis aus der Praxis nochmal an das Gespräch von gerade eben zwischen euch anmerken. Und zwar der Antisemitismus der Mitte, ich habe das damals eben, das hat mich darin bestärkt, dass man immer wieder auf einzelne Facetten trifft, auf einzelne Zustimmungspunkte. Sonst hätte das bei mir auch nicht funktioniert, sonst hätte ich mich damit auch verrückt gefühlt mit meinen Gedanken.
Das Problem ist halt, wenn man einfacher rangeht, gerade auch Thema Auschwitz-Lüge, wenn man da nicht sagt, hat alles nicht gegeben, ist alles komplett erfunden und von langer Hand geplant gewesen. Irgendwo in einem Gespräch mit normalen Bürgern kam es immer wieder vor, dass gesagt wurde, naja gut, also so viele Juden waren es vielleicht nicht am Ende. Und natürlich haben die dann auch noch versucht, noch Profit draus zu schlagen und freuen sich, dass da heute noch Reparationszahlungen und so weiter stattfinden. Und natürlich war das mit den Juden damals nicht so leicht im Dritten Reich, weil die Juden damals ja überall die Mächtigen waren und das Geld in der Hand hatten und so weiter. Also das heißt, diese kleinen Zugeständnisse, die habe ich, und so geht es auch vielen Menschen, die diese Weltbilder in sich verkörpern, immer wieder als Beleg dafür genommen, dass das eigentlich jeder sieht und dass das eigentlich auch die Wahrheit ist und sein muss. Also es das heißt, das Wort modern ist natürlich dann verschiebbar und dehnbar, wie man es haben will im Grunde, ne? So im Großen und Ganzen. Wie würdest du das sagen, Leonard? Ich würde auch noch vielleicht wissen von dir gerne, okay, es gibt da so, wie ist der Unterschied zwischen Antisemitismus und Antijudaismus? Könntest du vielleicht da noch sagen, wie kam es dazu, dass man dann den Antijudaismus plötzlich Antisemitismus nannte? Wie würdest du das sehen? Ja, ganz grundsätzlich ist es so, dass erstmal dem althergebrachten Judenhass sozusagen ein wissenschaftliches Antlitz gegeben werden sollte. Das ist die Idee, die ich vorher schon kurz angesprochen habe, dass der Antisemitismus an sich mit der Entwicklung der Zeit geht, also sozusagen sich der Mode der jeweiligen Zeit anpasst. Wenn Wissenschaft und verwandte Gebiete, ja in dem Fall zum Beispiel Biologie, wichtig werden und Menschen sich danach richten, der wissenschaftliche Fortschritt und so weiter und so fort, dann passt sich halt auch der Antisemitismus an, um relevant zu bleiben. Ja? Dadurch wurden Juden waren dann nicht mehr die Christusmörder, sondern waren rassisch minderwertig. Und dem Ganzen wurde dann natürlich auch ein passender Begriff gegeben, so dass es nicht mehr einfach ganz grundsätzlich die Juden sind schlecht war, sondern da kam ein wissenschaftlicher Begriff, der Antisemitismus, der ja auch heutzutage oft dazu führt, dass viele Menschen sagen, naja gut, Araber können gar keine Antisemiten sein, sie sind ja selbst Semiten. Dabei ist dieser Begriff des Antisemitismus auch schon ein völlig falsch gewählter, weil es gar keine, sozusagen, Semiten sind kein, das ist keine ethnische Bezeichnung oder eine Stammesbezeichnung oder ähnliches, sondern das ist einfach nur eine Sprachbezeichnung. Hebräisch ist eine semitische Sprache, genauso wie das Arabische und einige andere Sprachen. Ja, aber das ist ein pseudowissenschaftlicher Begriff, der eine neue Form eines althergebrachten Hasses beschreiben sollte. Gibt es denn, wenn wir beim Thema Hass sind, da hätte ich doch nochmal an Felix, auch wenn ich es nicht unbedingt immer abwechselnd mache, gibt es da diesen Hass auf Juden? Woher glaubst du, es hängt mit der Persönlichkeit? Gibt es bestimmte Persönlichkeitsmuster? Oder woher kommt es bei der einzelnen Person? Ist es wirklich alles tradiert und überliefert und ist man beeinflusst? Oder ist man dann, hat man eine bestimmte Art von Mensch, der da eher dazu neigt, vielleicht so eine Wut, so einen Hass zu entwickeln auf andere Menschen? Ich könnte jetzt einfach Ja sagen, weil viele Sachen stimmen aus der Frage. Ja, es ist, das würde zu einfach greifen, wenn man da sagt, bestimmte Menschen haben da eine bestimmte Vorpolung. Es ist einfach meiner Meinung nach der Grundgedanke, das, wovon Fundamentalismus allgemein lebt, von Gut gegen Böse. Man selbst ist auf der Seite der Guten und die anderen sind auf der Seite der Bösen. Und dann ist es unten gegen oben, das ganz oft eine Rolle spielt, wir da unten gegen die da oben. Und dass man dann mit Verschwörungstheorien drumherum sagt, hinter denen da oben, die wir hier unten alle nicht mögen, bei uns im Ort am Stammtisch und am Arbeitsplatz, wo da eben gelästert wird in der Mittagspause, was die Politik so macht, ob das jetzt recht ist oder nicht, mal völlig dahingestellt, da dann einfach dann noch ein Feindbild dahinter und dann wenn man sich da reinredet, dann fühlt man sich auf der Seite der Gerechten und man hat da unterschiedliche Sachen. Die einen schauen sich Videos im Internet an, die von der Hamas supported werden und promoted werden. Andere denken an ihren Großvater, der arme Mann, der so lange in Kriegsgefangenschaft war, nur weil er irgendwie bei der SS Karriere machen wollte oder sowas. Und so weiter und so weiter. Und da entsteht der Hass über dieses, ich schütze etwas, ich schütze das Gute, das ich eben kenne oder das ich im Internet mir anschaue, vor dem bösen Juden. Und das ist automatisch, dass da der Hass irgendwo dahinter ist. Oder vor dem bösen Zionisten, wie natürlich sich oft die Mühe gemacht wird, das dann einfach damit zu umschreiben. Siehst du das ähnlich, Leonard? Oder ist da nicht jemand, der vielleicht psychisch irgendwelche Probleme hat dahinter oder sowas? Oder ist es eher nicht der Fall?
Nee, das würde ich so nicht sagen. Ich würde zumindest nicht pauschalisieren. Es gibt bestimmt Antisemiten, die psychische Probleme haben, aber ich glaube, man macht sich sonst auch viel zu leicht zu sagen, na gut, das ist eine psychische Krankheit, antisemitisch zu sein. Dann hätten wir aber sehr viele psychisch kranke Menschen in diesem Land und auf der Welt. Deswegen ist es, glaube ich, macht man sich das dadurch zu einfach. Ja? Aber es gibt den Antisemitismus tatsächlich einfach in jeder Bevölkerungsgruppe. Es ist völlig unabhängig vom Bildungsstand. Es gibt leider sehr gut gebildete Antisemiten, vom Lebensentwurf, von der Religiosität von Individuen oder wie auch immer. Was man aber schon sagen kann, denke ich, ist, dass Personen, die für Verschwörungsglauben empfänglich sind, auch für Antisemitismus empfänglich sind, ja, weil das ja an sich nichts anderes ist als ein Verschwörungsglaube. Also Antisemitismus, hat Felix vorhin auch schon gesagt, ist einfach eine Art Bindemittel für alle radikalen Ideologien, ob es jetzt links, rechts oder islamistisch oder was auch immer ist. Aber das bedeutet gleichzeitig trotzdem nicht, dass es nicht Antisemitismus auch bei Menschen gibt, die sonst nicht radikal sind. Ja? Antisemitische Gedanken können immer Eingang in diese Gedankenwelt finden, wenn es auch nur Teile davon sind. Ja? Hatte Felix gerade sehr gut beschrieben. Und das ist dann dieser sogenannte Antisemitismus der Mitte. Was ich mit diesem kurzen Exkurs damit einfach nur sagen will, ist, ich glaube eben nicht, dass es bestimmte Charakteristiken von Menschen gibt, die sie dann leichter zu Antisemiten machen oder nicht. Also beziehungsweise ich bin kein Psychologe und habe diesen Part noch nie untersucht, aber ich glaube, es wäre sehr schwer, da einen gewissen Zusammenhang zu finden, weil dafür einfach antisemitisches Gedankengut und antisemitische Denkmuster viel zu breit gestreut sind in der Gesellschaft, als dass man da, glaube ich, einen bestimmten Punkt oder bestimmte Charakteristika festmachen könnte, die notwendig sind, um antisemitisch zu denken. Naja, aber wenn ich jetzt an die Corona-Krise denke, ja, also der Antisemitismus war irgendwie an der Oberfläche verschwunden, ja, es war geächtet und die Corona-Krise hat dann wohl so viel Wut in bestimmten Menschen bewirkt, dass sie sich QAnon oder den Querdenkern oder irgendwelcher Sekte angeschlossen haben oder was auch immer, ja, das ist plötzlich wieder, und das ist noch eine ganz persönliche Wut gewesen, also aus meiner Sicht vielleicht, eine Wut auf die Regierung, eine Wut auf den Schmarrn, eine Suche danach, wer denn jetzt schuldig sein kann oder sowas. Und das, wie würdest du das sagen, Felix? Was würdest du meinen? Ist es nicht irgendwie auch was Emotionales, Psychologisches einfach? Also in erster Linie gewesen, zumindest jetzt mal in 1920, also 2020, letztes Jahr? Also in erster Linie psychologisch, da gehe ich mit dem Leonard halt mit, also weil wir das einfach, das würde das Problem zu einfach auch, umschreiben und dann könnte man irgendwelche Tabletten auf den Markt geben. Nein, also man darf halt auch nicht vergessen, dass auch bei diesen ganzen Corona-Demos, das sind schon viele Leute davon, haben sich so ein Weltbild einfach aufgebaut, waren vorher schon, also ich möchte das jetzt nicht bewerten, ob sich jemand jetzt impfen lässt gegen alles Mögliche oder nicht, aber in dieser Impfgegner-Szene, da gab es also wirklich bei den organisierten Impfgegnern, die vor Begriffen wie Schulmedizin warnen und so weiter. Auch da geht das Fundament schon in so eine Richtung, wenn man das immer weiter hinterfragt, wer steckt da eigentlich dahinter, wer hat was davon, man kommt ja recht einfach drauf, wer kontrolliert denn weltweit die Krankheiten, und das gab es, die Corona-Verschwörung gab es zum Beispiel auch bei HIV, da gibt es auch bei Krebs, dass gesagt wird, naja, die Chemotherapien füttern euch nur und die wollen das so und so weiter und so fort. Das hat schon ein ideologisches Fundament, leider, muss man sagen. Also oftmals. Natürlich gibt es auch Leute, da bin ich auch sehr froh drum, bei denen man die Hoffnung haben kann, dass die einfach nur gerade unzufrieden mit der Situation sind, was wir, denke ich, alle sein sollten, vermute ich einfach mal. Und die dann vielleicht auch, wenn die Maßnahmen nicht mehr nötig sind, einfach auch nicht mehr sich diesen Kreisen anschließen. Aber es ist schon leider ein ideologisches Fundament dahinter. Ja, ich würde jetzt nochmal gerne zurückkommen zum Thema Israel, ja, da mischt sich ja dann wieder alles mit. Und dann Leonard vielleicht, wo würdest du die Grenze sehen zwischen der Kritik an der israelischen Politik oder eben der Israel-Kritik an sich als Israel, dem Antisemitismus vielleicht, ja? Das ist sehr schwer, darauf kurz zu antworten. Ich versuche es wirklich kurz zu machen, weil das ist ein sehr breites Feld. Nee, klar, also vom Prinzip ist ja erstmal sehr überraschend, dass es den Begriff Israel-Kritik so als gestehenden Begriff gibt. Den gibt es zu keinem anderen Land. Was erstmal interessant ist, was zeigt, da wird was ganz Besonderes angesprochen anscheinend. Anscheinend braucht man dafür einen speziellen Begriff für die sogenannte Israel-Kritik, die auch mittlerweile im Duden steht, im Gegensatz zu allen anderen Kritiken an Ländern. Aber gut, wie vorhin schon gesagt, wird bei israelbezogenem Antisemitismus einfach der Staat Israel als jüdisches Kollektiv genommen.
und der Antisemitismus dann, also Israel als Objekt des Antisemitismus genutzt. Ja? Wo diese Grenze sozusagen überschritten wird, ist eigentlich sehr einfach. Da, wo ich keine Kritik mehr habe an einer konkreten Politik, da, wo es nicht mehr darum geht, mich über politische Fragen auseinanderzusetzen, die vielleicht mit Israel zu tun haben, sondern da, wo ich in stereotype Gedankengänge eintrete, da, wo ich einfach antisemitische Denkmuster auf Israel anwende und das Wort Jude oder Jüdin oder was auch immer nicht mehr benutze, aber Israel oder Zionistin oder noch nöcher, da bin ich dann in einem antisemitischen Feld. Es geht einfach eigentlich darum, antisemitische Denkmuster zu erkennen und da dann wirklich zu entlarven, dass die ganz einfach auf Israel angewandt werden. Und das ist der Fall. Ein gutes Beispiel ist, was man wirklich super 1:1 gegenüberstellen kann. Es gibt die klassische alte Ritualmordlegende. Also das heißt, wenn meine Familie und ich um die Osterzeit herum Pessach feiern, dann nehmen wir angeblich christliche oder muslimische Kinder, um mit deren Blut dann Matze, also dieses spezielle Brot, diese Cracker, die man da isst, zu Pessach zu backen. Ja? Das ist also, Juden sind Kindermörder. Genau der gleiche Gedankengang wird auf Demos, wenn von Kindermörder Israel gesprochen wird, wird auf Demos auch genutzt. Da wird also einfach ein antisemitisches Gedankengut mit anderen Worten weiter fortgeführt. Und wie du vorher gesagt hast, Karin, richtig, dieser klassische Antisemitismus, der ist in vielen Feldern nicht mehr opportun, nicht mehr Mainstream, nicht mehr salonfähig, aber es werden einfach andere Worte genutzt, und um die gleichen Gedanken auszudrücken. Und da wird ganz oft einfach Jude, Jüdin mit Israel, Zionist oder was auch immer ausgetauscht. Wie ist es im Moment in der aktuellen rechtsextremen Szene? Was ist da jetzt in den letzten Wochen passiert? Jetzt bin ich schon wieder weg. Es gibt es aber gar nicht. Ich höre dich sehr gut. Es gibt es doch gar nicht. Echt? Ich bin total... Ja, du bist da. Okay, bei mir ist gerade alles ganze Bild weggegangen. Danke. Das war ich gerade. Entschuldigt vielmals alle zusammen. Ja, entschuldigt vielmals auch für meine Worte. Ich war gerade echt selber wütend, regelrecht wütend, dass ich jetzt schon wieder aus dem Spiel herkomme. Nein, passt schon. Ich bin schon dabei gewesen, gerade mein anderes Internet hier aufzuklappen übrigens. Ja, ich habe sofort reagiert, meine Hand an der Maus schon gehabt. Okay, weiter geht's. Das bringt mich ja glatt aus. Ich verstehe auch gar nicht, warum mein Bild rausgegangen ist und bei euch nicht. Das verstehe ich ja überhaupt nicht. Okay, Israel-Kritik, ein weites Feld. Wie ist denn die rechtsextreme Szene? Was ist da im Moment los, was den Nahostkonflikt anbelangt? Was machen die im Moment? Wie engagieren die sich? Was gibt es da? Also vergleichsweise still, würde ich sagen. Weil man gerade sehr noch mit der symbolischen Stürmung, also ich lächle dabei jetzt ein bisschen, weil man hat ja das Gefühl, man hat gerade den Putsch fast der Bundesrepublik Deutschland geschafft mit ein paar Reichsfahnen in einer ungesicherten Stelle vor Panzerglas. Das heißt also jetzt in dem Fall, die Szene fühlt sich insgesamt seit ein paar Jahren, also seit 2015 ungefähr, dermaßen im Aufwind, dass sie dafür, glaube ich, momentan organisiert wenig Spielraum haben. Also es wird halt unterstützt, geht in die Propaganda rein. Vielleicht hat Leonard dazu andere Beobachtungen, aber ich sehe da jetzt keine gezielten Steuerungen durch die rechten Szene oder wo versucht wird, auch eigene Aufmärsche zu machen. Klar, anschlussfähig ist man. Vor Ort sind Antisemiten bei sehr vielen Demonstrationen. Aber ich habe da jetzt nicht das Gefühl, dass man da so drauf eingeht, wie das vor ein paar Jahren noch der Fall gewesen ist, als man dann versucht hat, eigenständige Demos zu machen oder so. Und vielleicht noch was, die Protokolle der Weißen der Zion, hat es für die, die kennst du ja, denke ich, ne? Hat es für die rechtsextreme Szene eine Bedeutung? Also in der man eben, ja, wie ich es vorhin gesagt habe, ne? Ja, hat man definitiv. Also ich habe, ohne die Schriften selbst jemals gelesen zu haben, oft genug davon gehört. Heute gibt es natürlich dann auch in den sozialen Medien Videos, die einfach 2 Minuten darüber erzählen, was da drinnen steht und warum man das als Fälschung deklariert, weil man das nicht zugeben möchte und so weiter und so fort. Also solche Sachen spielen schon durchaus eine Rolle, ja. Ja, jetzt mir noch Leonard, vielleicht eine letzte Frage, weil wir dann aufmachen sollten auch und für die Diskussion aufmachen sollten. Ja, 2 Themen hätten mich interessiert. Und zwar das eine ist eben die Protokolle der Weißen von Sion natürlich. Welche Rolle spielen die jetzt in dem Konflikt? Das ist das eine vielleicht. Und das andere vielleicht eine damit verbundene Frage wäre, ich habe doch vorhin von diesem Premierminister Mahathir Mohamed gesprochen, ne?
Das heißt, da ist ja hervorgegangen, dass das schon eine, dass er ja versucht, die muslimischen Länder, dass sie zusammenhalten und vielleicht gegen Israel vorgehen oder sowas. Siehst du da eine reelle Gefahr oder sind da vielleicht die muslimischen Länder zu zerstritten? Und die berufen sich ja auch auf die Protokolle der Weisen von Zion, ne? Ja, selbstverständlich. Also gerade in Bezug auf den aktuellen Konflikt kann man das sehen, wenn man sich die Charta der Hamas durchliest, dann wird da sehr klar Bezug genommen auf die Protokolle der Weisen von Zion. Also diese, was auch wieder zeigt, wie, wenn ich einen modernen Begriff benutzen darf, wie intersektional Antisemitismus auch sein kann, weil er wirklich einfach sich durch alle möglichen unterschiedlichen Ideologien und Ideen ziehen kann. Ja, also das heißt, ein in Russland von Antisemiten Anfang des 20., Ende des 19. Jahrhunderts geschriebenes antisemitisches Dokument wird bis heute in einer völlig anderen Region der Welt genutzt. Ja. Wie gesagt, ganz konkret, Protokolle der Weisen von Zion kann man praktisch teilweise wortwörtlich nachlesen in der Charta der Hamas. In Bezug auf den, auf die, ich setze es jetzt mal in Anführungsstriche, die muslimische Welt und Israel, würde ich da definitiv nicht sehen, dass da irgendwie zwei monolithische Blöcke gegeneinander stehen. Glücklicherweise, es gibt Friedensverträge mittlerweile mit wichtigen muslimischen oder mehrheitlich muslimischen Staaten, die sind ja auch nicht alle in ihrer Staatsform irgendwie muslimisch, sondern halt mit Bevölkerung dort ist oft muslimisch, zwischen vielen solcher Länder und Israel. Selbstverständlich gibt es aber auch, wenn man sich zum Beispiel den Iran anguckt, in der dortigen Regierung, wirklich einen revolutionären Gedanken des, wir müssen unsere islamische Revolution auf die ganze Welt am Ende verbreiten und in dieser Ideologie, die vom Prinzip erstens wirklich zumindest den Nahen Osten und die muslimische Welt komplett beherrschen möchte, aber im Endeffekt auch die ganze Welt beherrschen möchte, in dieser Ideologie spielt natürlich der Antisemitismus und die Idee der Vernichtung von Israel eine riesige Rolle. Also das heißt, auch die Frage kann man so pauschal nicht beantworten. Aber wie gesagt, also es gibt mittlerweile Direktflüge zwischen Tel Aviv und Marokko, zwischen Tel Aviv und Dubai und so weiter und so fort. Also ich bin da teils pessimistisch und teils sehr optimistisch, was die Beziehungen zwischen Israel und vielen muslimischen Staaten angeht. Das ist ja schon mal positiv. Ich würde es jetzt aufmachen fürs Publikum, weil da habe ich jetzt einige Anregungen, Fragen, wie auch immer. Ich würde einfach von oben anfangen, also von den Erstgeschriebenen. Der Rainer Schulz, der schreibt, es gibt virulenten Antisemitismus der linken Ecke, das hatten wir ja davon, wie zum Beispiel bei Labour in England. Warum wird das ausgeblendet? Hier wäre die SPD gefordert, sich dagegen zu wenden. Was meint ihr, wer auch immer antworten will? Also müsste sich die SPD stärker gegen Antisemitismus wenden, müssten sich die Grünen stärker gegen Antisemitismus wenden, weil gerade bei den Grünen ist ja auch, also ich mache jetzt einfach weiter mit dieser Anfrage, bei den Grünen gibt es ja auch eben diese Ecke, die sich sehr stark für Palästina einsetzt. Ne? Und das ist ja auch immer eine sehr umstrittene Sache von dem, was ich so mitbekomme, auf jeden Fall, ne? Innerhalb der Grünen. Müssen die das mehr expliziter machen? Du dich gerade bereit gemacht hattest zu antworten. Ich würde sonst kurz kurz was dazu sagen. Genau. Zwei Punkte. Also erstens möchte ich nicht, um dich zu korrigieren, Karin. Ich weiß genau, wie du es gemeint hast, aber ich möchte nur einfach sozusagen nochmal aus meiner Sicht sagen, dass ein Einsatz für palästinensische Menschen nicht gleichbedeutend ist mit Antisemitismus. Ja? Klar, absolut klar. Also wie gesagt, es passiert nur sehr häufig, dass Menschen sich vermeintlich für Palästinenserinnen und Palästinenser einsetzen und dabei eigentlich nur antisemitische Denkmuster und Ideologien verbreiten. Ja? Das gibt es tatsächlich auch in der Linken, gar keine Frage, gerade aus so einem antiimperialistischen Gedanken, der dann auch kruderweise sich wieder genau vermischt mit dem, was Felix vorhin gesagt hat, die USA und hin und her und alles wird kontrolliert von westlichen liberal-demokratischen Mächten und so weiter und so fort. Und die werden kontrolliert von den Juden. Ja. Das gibt es definitiv auch in der Linken, aber weil auch der Zuhörer gerade Labour in England angesprochen hat, es gibt in der Linken in Deutschland tatsächlich schon eine, sage ich mal, die Linke in Deutschland ist da relativ speziell, dass es auch eine dezidiert pro-israelische, anti-antisemitische Linke in Deutschland gibt, die im Verhältnis zu vielen anderen europäischen Staaten relativ stark ist. Also ich würde, natürlich ist die SPD auch in der Pflicht, genauso wie alle anderen demokratischen Parteien, sich gegen Antisemitismus auch in den eigenen Reihen einzusetzen. Aber ich glaube, wir sind gerade, was diese konkrete Form des Antisemitismus angeht in Deutschland, die gibt es definitiv auch, aber konkret zum Beispiel im Vergleich zu Labour in England sind wir
doch relativ gut bedient in Deutschland. Ja, ich weiß nicht, jemand wie Michael Roth, Staatsminister im Auswärtigen Amt für europäische Fragen, hochrangiges SPD-Mitglied und Funktionär sozusagen, ganz starke Stimme gegen Antisemitismus, als Beispiel. Ja? Also es gibt es tatsächlich auch. Mhm. Mir fällt ja fast eine Frage ein, aber ich lasse es Felix sprechen. Ja, also ich wollte auch auf den internationalen Vergleich, der mir ein bisschen durchaus auch in den auch im aktuellen Konflikt auch mit Leuten, mit denen ich teilweise zusammengearbeitet habe, mal schauen, ob es das noch in Zukunft so geben wird, weil man da, weil ich da einfach gemerkt habe, was da teilweise in unseren Nachbarländern so teilweise unter Leuten, die sich eigentlich gegen Rechtsradikalismus einsetzen, da teilweise so geäußert wurde. Und auf der anderen Seite auch, warum ich mich bei der Frage erst zurückgehalten hatte, war eben auch, weil ich mir dachte, na gut, die SPD jetzt soweit ich das überblicken kann, macht sie auf dem Feld doch relativ viel. Also den Ball hätte ich dann auch eher der Linken und den Grünen. Der AfD von mir aus kann man den Ball auch mal zuwerfen, dann haben sie den mal, werden nichts dagegen tun. Aber genau, also das wäre dann mein Ansatz dann gewesen, auch das eher noch ein bisschen weiter zu umfassen. Ich würde jetzt die nächste Frage mal lesen. Hagen Leyendecker schreibt: Angesehene Veranstalter boten in Braunschweig eine Bühne für Andreas Zumach und Stefan Kriegert. Wie soll ich mich zurechtfinden, wenn zwei so unterschiedliche Meinungen über Israel aufeinandertreffen? Ja, das ist eine sehr gute Frage, bei der ich, bei der ich nicht genau weiß, ob ich Herrn Leyendecker da konkret helfen kann. Also ich bin sondern sozusagen konkret antworten kann. Erstmal ist natürlich eine relativ breite ein breites Meinungsspektrum zur eigenen Meinungsbildung gar nicht schlecht. Ja. Natürlich ist es schwierig, wenn man zwei wirklich entgegengesetzte Pole hört. Ich kann da nur empfehlen, sich vielleicht selbst nochmal irgendwie online etwas anzulesen bei seriösen Quellen. sonst, klar, natürlich, das ist ein breites Spektrum, was Herr Leyendecker dort angesprochen hat, keine Frage. Was wahrscheinlich auch gar nicht um eine Grundlage hat, sich über irgendwas zu unterhalten, sondern da werden sich dann wahrscheinlich einfach nur gegenseitig Vorwürfe gemacht. Ich habe diese Veranstaltung konkret nicht gesehen. Aber ja, dieser Spruch, die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte, das ist ja in Deutschland sehr beliebt, sich irgendwie in Konflikten so zu positionieren, dass die Mitte die Wahrheit ist. Da bin ich ehrlich gesagt kein Anhänger von. Bei diesem konkreten Fall würde ich tatsächlich versuchen, einfach nochmal weiter zu schauen, ob es nicht vielleicht noch woanders noch weitere Informationen dazu gibt. Darf ich die Frage stellen, wie weit gehen denn die Positionen auseinander? Das weiß ich ja gar nicht. Naja, dass man einfach, also ich, um es ganz plakativ zu sagen, es gibt, Herr Griegert ist, glaube ich, schon jemand, der dezidiert pro-israelische Positionen vertritt und die andere Seite dann halt überhaupt nicht. Ja, für die Zuhörer, das wissen sie ja nicht. Ne? Das muss ich ja schon ein bisschen konkretisieren. Magst du was dazu sagen? Das ist nicht dein Gebiet, gell, Felix? Aber hätte sein können. Wollt ihr nicht das Wort? Wollt ihr? Okay, Michael Geisler schreibt: Auch in Israel gibt es Antizionismus. Die Ultraorthodoxen lehnen den weltlichen Staat Israel ab. Genau, die Ultraorthodoxen, genau, die sind ja natürlich, stimmt, nach der Meinung hat Zionismus, nach dieser Meinung hat Zionismus als politisch-ideologische Strömung nichts mit Judentum zu tun. Wie seht ihr das? Müssen die Begriffe nicht schärfer definiert und abgegrenzt werden? Also ich denke, es geht dem Michael Geisler darum, dass die Ultraorthodoxen ja sowieso den Judenstaat ablehnen, weil sie ja sagen, es kann ja gar keinen jüdischen Staat geben, weil der Messias war ja noch gar nicht da. Und ohne Messias gibt es keinen jüdischen Staat. Wie kann damit umgegangen werden? Also ich glaube ehrlich gesagt, dass es ein sehr signifikantes innenpolitisches Problem für Israel ist, was ja auch daher kommt, dass die Gründerinnen und Gründer, wobei es in dem Fall eigentlich hauptsächlich Gründer waren, des Staates Israel, die Idee eines jüdischen Staates gar nicht unbedingt theologisch oder religiös meinten, sondern vom Prinzip des Staates für die Jüdinnen und Juden, egal ob sie sich religiös als Jüdinnen und Juden definieren oder kulturell oder als Volkszugehörigkeit oder wie auch immer. Der Großteil der in Israel lebenden Menschen, der jüdischen in Israel lebenden Menschen, sind ja auch tatsächlich nicht alle, ist qua Definition zionistisch, weil sie für einen jüdischen Staat sind. Und auch bei den sogenannten Ultraorthodoxen ist es ja mitnichten so, dass dort alle aktiv den Staat ablehnen, sondern viele sich, sage ich mal, einfach heraushalten und nicht den Staat auch nicht aktiv unterstützen. Diese wirklich radikalen Antizionisten, die es gibt,
die sind auch sowohl in Israel als auch in den sonstigen Hotspots London und New York, Brooklyn, wo es ein paar von denen gibt, in einer sehr kleinen Minderheit. Was die Abgrenzung der Begriffe angeht, absolut richtig. Nicht jeder Israeli ist jüdisch und nicht jede jüdische Person ist israelisch. Da muss man natürlich einfach einen klaren Unterschied machen. Wobei zum Beispiel jemand wie ich habe keinen israelischen Pass, aber ich äußere mich öffentlich dezidiert in Bezug auf israelische Themen und würde mir deswegen auch den Schuh anziehen, dass mich gerne jemand ansprechen kann als sozusagen Fragenbeantworter für israelische Themen. Ja, aber das ist bei mir eine individuelle Entscheidung. Ist gerade noch was gekommen, jetzt hätte ich nämlich einfach noch ein paar Fragen, aber da kommt jetzt gerade eine neue. Corinna Wagner schreibt, welche Bücher empfehlen Sie denn zum Nahostkonflikt, Herr Kaminski, steht da. Da muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich gerade ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt wurde, weil ich ganz schlecht bin beim Merken von Buchtiteln und Autoren. Ich weiß nicht, ob die Möglichkeit besteht. Ich würde gerne eine kurze Liste erstellen, aber ich bin nicht gut im Merken von Buchtiteln. Es gibt einige, die wirklich sehr gut sind. Ich muss dazu sagen, einige davon müssten dann auf Englisch gelesen werden. Es wird leider nicht alles, was gut ist, auf Deutsch übersetzt, aber es gibt auch auf Deutsch einiges, was man dazu gut lesen kann. Grundsätzlich kann ich zum Beispiel Esther Shapira empfehlen, die dazu schon viele wichtige Sachen geschrieben hat. Oder auch Hafner. Ich würde vielleicht selber noch eine Frage stellen. Was kann denn eigentlich, was müsste nach deiner Meinung, Leonard, die internationale Politik eigentlich tun? Was müsste die tun? Was kann man dagegen unternehmen? Also was macht sie falsch? Vielleicht gibt es irgendwas, wo du meinst, oh meine Güte, ja, das wäre doch eigentlich sinnvoll gewesen. In Bezug worauf? Auf den Israel-Konflikt. Ich würde mal ein gutes Beispiel, also meiner Meinung nach gutes Beispiel geben. Was jetzt vielleicht vielen nicht unbedingt gefällt. Ich bin jetzt kein großer Fan von der ehemaligen US-Regierung unter Donald Trump. Und ich sage auch nicht, dass die in Bezug auf den Nahostkonflikt alles richtig gemacht haben oder nur besonders viel richtig gemacht hätten. Das glaube ich auch nicht. Aber diese Annäherung zwischen den arabischen Golfstaaten und einigen anderen arabischen Staaten und Israel hat vom Prinzip funktioniert, weil die US-Regierung im Gegensatz zu allen anderen US-Regierungen vorher einfach mal gesagt hat, ja gut, wir machen jetzt nicht wirklich viel, sondern wir gestalten so ein bisschen die Möglichkeiten, dass es für beide Seiten Vorteile hat in Bezug auf ihre Beziehung zu den USA, wenn sie miteinander auch gut auskommen. Also eigentlich ist manchmal vielleicht auch Nichtstun gar nicht so schlecht. Okay. Jetzt würde ich dich vielleicht mal wieder, Felix, mit ins Boot nehmen, wenn es so sehr um Israel geht, dann ist klar. Also mir geht es immer so, wenn ich an solche Verschwörungserzählungen höre und ich kriege dir auch immer wieder mal ins Handy zugeschickt in irgendwelchen Chats, so ist es ja nicht, das ist ja wirklich weit verbreitet, gell? Dann weiß ich überhaupt gar keine Antwort. Dann weiß ich wirklich keine Antwort, weil diese Argumente sind so explizit, ja, und die YouTube-Filme, die dazugehören, sind so konkret, dass ich ja dann jedes Argument, das da drin wäre, irgendwie widersprechen müsste. Da, ne? Kann ich aber nicht, weil ich kann das Gegenteil gerade nicht beweisen, das geht ja gar nicht. Also oft ist es einfach gar nicht möglich und es hängt nicht an meinen Kenntnissen, sondern weil ich die Kenntnisse ja beweisen muss, um das dann auch wirklich zu belegen, was ich denn da, also was kann man da tun? Was wäre da zu machen? Also ja, das ist eine Frage. Wenn ich darauf eine Antwort hätte, dann würde ich das verkaufen. Also es ist sehr schwierig. Wir haben den Vorteil, wir in der Ausstiegsarbeit bei Exit, dass wir mit Leuten auf dem Grundsatz der Freiwilligkeit arbeiten. Das heißt, wir arbeiten mit Menschen, die bereit sind, ihre Theorien zu hinterfragen. Das große Problem ist dabei durchaus nochmal verstärkt worden durch die sozialen Medien, wo dann eben so die gefühlte Wahrnehmung ist, einfach von 200 Kommentaren schreiben drei, hört auf mit euren Verschwörungstheorien und 200 schreiben, ja, die da oben oder die Juden oder es war doch klar, wir wissen, wer dahinter steckt, bla bla bla. Das heißt, wenn da jetzt der einzelne Mensch was dagegen sagt, dann bist du, Karin, die versprengte Verrückte, die immer noch den Quatsch glaubt, den man irgendwann mal sich ausgedacht hat. Und das ist dann extrem schwierig. Natürlich kann man, wenn man in seinem Umfeld jemanden hat, wo man weiß, da fängt das gerade erst an, oder wenn man jemanden hat, den man einfach zu gerne mag, als den einfach laufen zu lassen, dann kann man da versuchen, noch Nadelstiche zu versetzen. Fast immer ist es auch möglich, dass man die Relation hinterfragt, das Aufkommen, das notwendig ist. Jetzt bei uns jetzt die sogenannte Auschwitz-Lüge, dass man
wenn ich mit Klienten, die da durchaus noch dran glauben, drüber spreche, dann kann man schon anekdotisch mal fragen, so der Geschichtslehrer um die Ecke von der Hauptschule und von der Realschule, die wissen das oder wissen die das nicht? Und der Klett-Verlag in Stuttgart ist da auch mit eingeweiht und keine Ahnung. Und also da kann man das schon ein bisschen ins Lächerliche ziehen. Und auch bei der Corona-Sache jetzt. Aber das alleine macht's nicht aus. Also ich war jetzt ein paar Tage in Österreich und haben wir jemanden aus der Schweiz getroffen beim Umsteigen. Das ist genau das, was vorhin schon gesagt wurde. Man hat solche Gespräche aus dem Nichts auf einmal auch. Und da wurde halt kurz erzählt, dass die in der Schweiz das Virus erfinden. So, das ist, da kommt das her. Okay, stimmt ja. Das muss ja auch eine geschlossene Erzählung sein. Das muss ja so in jedem Land passieren. Und da kann man schon durchaus mal darauf hinweisen. Aber es ist halt extrem schwierig. Also es fängt schon an bei der Geschichte, wir hätten in Deutschland keine Verfassung, sondern nur ein Grundgesetz und so weiter da drin. Da kann man 3 Stunden hin und her reden, ob das jetzt nur ein Begriff ist oder nicht. Der andere Mensch muss da irgendwie gewillt sein, das auch anzunehmen. Sonst macht man sich daran leider selbst nur verrückt. Das ist das Problem. Ich würde jetzt gerade mal noch diese fünfte, da ist nochmal eine neue Bemerkung gekommen. Die lese ich jetzt vor, Michael Geisler. In Polen und Ungarn forciert die katholische Kirche den Antisemitismus, den die Politik umsetzen muss. Seht ihr das Problem auch in Deutschland? Also dass die katholische Kirche den Antisemitismus forciert. Konservative deutsche Medien werden diesbezüglich schon vom Verfassungsschutz beobachtet. Wie groß ist der Einfluss dieser lautstarken Medien in Deutschland? Das sind verschiedene Fragen. Also das eine ist eben, welche Rolle hat die Kirche? Das andere ist im Grunde, wie groß ist der Einfluss der Medien in Deutschland auf Antisemitismus? Also nicht auf, wie stark befeuern die Medien, und damit sind die klassischen Medien gemeint, den Antisemitismus. Im Grunde, wenn ich es mal so vereinfachen darf. Könnte ich natürlich auch nochmal selber auch nachlesen, ein bisschen komplexer. Also katholische Kirche in Polen, Ungarn und die Medien. Zwei verschiedene, zweiteilig. Wie seht ihr das? Ich würde ganz kurz einfach nur 2 kurze Punkte dazu machen. Und zwar einerseits gibt es bestimmt auch aus dem kirchlichen Bereich gerade im sehr konservativen Bereich bestimmt noch einen klassischen Anti-Judaismus. Ich glaube, der ist einfach nur immer da, je konservativer, desto mehr wird wahrscheinlich noch Bezug auf die Vergangenheit dort genommen, wobei ich in dem Bereich kein Experte bin, aber was man so hört, ist das tatsächlich der Fall. Aber ich glaube nicht, dass das so ein Mainstream-Phänomen ist wie in Polen oder Ungarn, wobei ich das größtenteils aus Polen kenne. Und der zweite Punkt ist jedoch, dass es tatsächlich im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit und Entwicklungshilfe, die ja auch oft über kirchliche Träger kommt, zum Beispiel im Gazastreifen, dort oft komplett die Augen verschlossen werden davor, an wen dort Geld gegeben wird. Dass dort mit absolut Hamas-nahen oder sogar schon Hamas-verbundenen und antisemitisch denkenden Organisationen und Individuen zusammengearbeitet wird. Und diese Zusammenarbeit wird oft von deutschen Kirchen, also von den beiden großen Kirchen, mitfinanziert. Das war vor längerer Zeit mal ein größeres Problem. Vor 4, 5, 6 Jahren. Da wurden dann teilweise auch Zahlungen eingestellt. Aber das Problem ist auch in vielen Veröffentlichungen. Miserior beispielsweise ist da immer noch wirklich viel, sage ich mal, israelbezogener Antisemitismus in zumindest kirchennahen Organisationen auf einem ziemlich hohen Level zu lesen und zu sehen. Was würdest du sagen, Felix? Oder Max, das muss ich sagen. Ich hätte dann noch als Nachfrage, um den Teil, den ich vielleicht beantworten zu wollen, welche konservativen Medien konkreter gemeint sind. Ja, es ist so allgemein, ja, ging mir auch so, ja. Also zum kirchlichen, also, wir kommen gleich zum Thema Medien. Ich würde noch gerne selber was zum kirchlichen Antisemitismus sagen. Also wenn ich den Josef Schuster, den Präsidenten des Zentralrates der Juden, hören würde, ja, der würde sagen, die Kirchen hätten den Antisemitismus nahezu komplett überwunden und sie setzen sich mit ganzer Kraft für Juden und für die Integration von Juden in jeder Hinsicht ein, ja, und für Israel ein. Aber ich weiß schon, das gibt natürlich dann, also ich denke, das sind auch verschiedene Gruppen innerhalb der Kirche, und es gibt vielleicht auch gerade die Gruppen, die vielleicht sehr stark gläubig sind, ja, die vielleicht antijudaistischer sind, vielleicht passenderweise an der Stelle sagen, ne, meine Sicht der Dinge. Aber genau, guck ich mal bei das Thema Medien, welche Medien, da gucke ich mal, vielleicht steht da was drin. Ah, nee,
steht nichts drin. Also Michael Geisner, vielleicht schreib es noch rein, was konkret, wir kommen, das ist zu unkonkret, konservative deutsche Medien, was für konservative deutsche Medien. Das wäre ganz gut, wenn du es uns noch mitteilst. Aber da ist noch eine neue Frage vom Hagen Leyendecker. Ich bezog mich bei meiner Frage auf Stefan Kriegerts Buch Die Einsamkeit Israels. Genau, magst du, Leonard, was dazu sagen, denke ich, in dem Fall? Ja, ganz konkret, also jetzt konkret zu dem Buch von Stefan Greger würde ich jetzt nicht was sagen. Mir ist nur zu dem Thema von vorher auch nochmal eingefallen. Nur weil es eine besondere Spannbreite oder ein sehr großes Spektrum zwischen zwei Meinungen gibt, das hatte ich vorhin schon mal angedeutet, bedeutet nicht, dass die Mitte auch wirklich korrekt ist. Ja? Also das heißt, bei dem konkreten Thema, bei dieser Veranstaltung, wo so ein großes Meinungsspektrum in Bezug auf Israel und den Nahostkonflikt geboten wurde, heißt es nicht, dass nur weil sozusagen sich die eine Seite extrem weit von Stefan Griegert entfernt, dass deswegen Stefan Griegerts Meinung auch so radikal ist wie die andere Seite auf der anderen Seite. Ja. Also diese Idee, in der Mitte muss die Wahrheit liegen, die ja in Deutschland oft sehr beliebt ist, würde ich in dem Fall zum Beispiel nicht zustimmen. Wie gesagt, Stefan Griegert hat eine dezidiert pro-israelische Meinung, die man aber, glaube ich, die eher gut begründen kann. Ja. Und wenn man jemanden auf der anderen Seite findet, der eine dezidiert pro-palästinensische Meinung auch sehr gut begründen kann, ich glaube, dann hat man ein gutes Gespräch. Okay, dankeschön. Der Michael Geisler hat sich vor allem, um jetzt darauf zurückzukommen, auf katholische Medien bezogen. Also gibt es, also die Frage wäre dann, gibt es katholische Medien, die antisemitisch sind oder wenn ja, welche vielleicht? Falls es jemand weiß, ist schon eine sehr spezielle Frage, muss ich mal zugeben. Gell? kein Mensch weiß eine Antwort. Ich tatsächlich auch nicht, ehrlich gesagt. Ja. Also immerhin beschäftige ich mich auch damit. Es gibt immer wieder Seiten. Ich weiß bloß, bei denen ich jetzt aufzählen würde, das ist schon ein paar Jahre her tatsächlich, dass da mein Wissensstand ist. Also es gibt immer wieder da schon durchaus fundamentalistische Kreise. Das sind meistens sehr, sehr kleine Gruppen, die auch sehr stark eigentlich unter sich bleiben. Die das durchaus verbreiten. Ja, also das ist uns auch bewusst. Da gibt es auch ab und zu mal so, haben wir ein paar Ausstiegsbiografien, wo sich das mit der Einstiegssituation entweder mischt oder wo jemand kurz vor dem Ausstieg da noch gelandet ist und dann gemerkt hat, hoppla, ist auch nicht ganz das Richtige. Aber mir ist jetzt kein Medium bekannt, zumindest von offizieller Seite. Also wenn wir jetzt zum Beispiel Medien wie PI News nehmen, die sich schon mit so einem katholisch-konservativen Weltbild vertraut machen, aber das ist jetzt nicht einschlägig aus der katholischen Ecke, was ich jetzt sagen würde dazu. Okay, danke. So, ich würde meinen, dass wir jetzt, wenn es keine Nachricht mehr kommt, das ist ja auch gleich sowieso gleich 8, dass wir in Richtung Schlusswort gehen. Das würde ich jetzt zuerst dem Leonard geben, weil du gerade gesprochen hast, Felix, ganz einfach. Wie würdest du meinen, wie kann es weitergehen? Also was können wir tun, dass der Hass vor dem Fremden, der Hass auf Juden, wie könnte da die Zukunft ausschauen? Oder erzähl einfach, was du willst, was du wichtig findest, was noch nicht gesagt worden ist. Ich würde versuchen, mich kurz zu fassen, weil ich glaube, man kann diesen einen Punkt auch kurz fassen. Entweder ich würde jetzt 20 Minuten sprechen oder halt nur eine. Du hattest vorhin, Karin, von dem Antisemitismus der anderen gesprochen und ich glaube, das ist ein Problem, was wir definitiv gerade in diesem Land hier haben, dass wir sozusagen in der vermeintlichen oder sogenannten Mitte der Gesellschaft einen Konsens darüber haben, Antisemitismus ist nicht gut, aber niemand möchte die Verantwortung auf sich selbst nehmen, vielleicht auch mal in die eigene Richtung zu gucken. Antisemitismus ist schlecht, aber wir haben das Problem ja auch nicht. Es sind ja nur die Muslime. Wir haben das Problem, es sind ja nur die Rechtsextremen. Wir haben das Problem, es sind ja nur die Linksextremen oder was auch immer. Und ich glaube, da muss der Appell ganz klar sein, dass Antisemitismus überall entstehen kann, überall da ist und dementsprechend auch überall bekämpft werden muss mit der entsprechenden Selbstkritik. Okay, vielen Dank. Dankeschön. Felix, du? Ja, ich würde noch mal kurz dann darauf eingehen, weil das eine Frage ist, die mir einfach sehr häufig gestellt wird, die du mir auch vorhin schon gestellt hast, wie aussichtsreich ich das halte, dass man was tun kann gegen diese Verschwörungstheorien. Also ich bin der lebende Beweis, dass man das auch wieder aus dem Kopf kriegen kann. Und erlebe das auch in meiner heutigen Arbeit. Und da eine Kleinigkeit, wo ich das tatsächlich immer wieder merke, das ist wie so eine Schablone, weil ich das auch selbst so durchdacht hatte, in der Szene, rechten Szene oder auch in anderen Kreisen wird schon behauptet, dass es so eine jüdische Unterwanderung
gibt, die sich zum Beispiel auch in der Sprache bemerkbar machen würde. Da werden dann Begriffe wie guter Rutsch kommt aus dem Jiddischen wohl, also ich habe neulich eine Antithese dazu gelesen, aber egal. Lassen wir es mal dahingestellt, Hals- und Beinbruch, Malochen, Mischugge, keine Ahnung. Also lauter solche Begriffe, die dann in der rechten Szene konsequent gemieden werden, weil man sagt, das ist der, damit versuchen die Juden weiter Einfluss zu bekommen. Das, da sich bei mir und auch im Gespräch durchaus mit Zweiflerinnen und Zweiflern als ganz einfacher Baustein so eine Umkehr der Gedanken, sehe das mal von der anderen Seite, vielleicht ist das einfach nur ein Beleg dafür, dass das deutsche Volk, das der Neonazi da schützen möchte, ja einfach ein Teil also der Tradition einfach aus dem Jüdischen kommt, dass es ein Teil des Ganzen ist, was er heute so zu schützen glaubt und so weiter und so fort. Aber dafür muss leider wirklich der Mensch auch bereit sein, sein Weltbild zu hinterfragen. Aber ganz aussichtslos ist das Ganze nicht, sonst bräuchte man sich damit nicht inhaltlich auseinandersetzen. Okay, vielen Dank. So, herzlichen Dank. Und da jetzt nur noch eine Bemerkung gekommen ist, die sage ich jetzt noch am Schluss. Also ich finde es jetzt ganz klasse. Wir haben hier jetzt zwei verschiedene, wie ich meine, ganz unterschiedliche Haltungen gehabt. Die eine eben aus der rechtsextremen Ecke und der andere eben eher aus der, wie ich meine, wissenschaftlichen Seite. Ich finde, fand es toll, dass da heute beide Seiten ein bisschen beleuchtet worden sind, die doch sehr unterschiedlich waren. Ja, vielleicht noch die Bemerkung von Michael Geißler werde ich noch anfügen. Für denjenigen, der es wissen will, Gloria TV wäre beispielsweise antisemitisch, ne? Ist katholisch, antisemitisch, das habe ich jetzt hiermit noch weitergereicht. Ja, ich selber bin immer wieder fraglos, ich gebe auch viele Vorträge zum Thema und frage mich immer wieder, meine Güte, das ist echt eine Richtung, in die ich es echt nicht gut finde, wo es sich wirklich lohnt, auch für die Demokratie sich einzusetzen. Und das sollten wir sicherlich mit der heutigen Veranstaltung auch tun. Und in diesem Sinne würde ich jetzt alle verabschieden und bedanke mich fürs Zuhören und vielleicht bis zum nächsten Mal. Herzlichen Dank und einen schönen Abend wünsche ich Ihnen. Dankeschön. Wiederschauen.